Hallihallo und willkommen zu einem neuen Video hier von mir, von Lufeltony, hier auf meinem Kanal. Diesmal habe ich, wie ihr seht, auch ein wenig Hintergrundmusik, die ich relativ laut gemacht habe, weil das Rauschen vom Mikro ja doch ein wenig nervt. Aber egal, ich bin gerade dabei, noch irgendwie eine Lösung dafür zu finden, weil im Moment benutze ich ja ein Headset. Und ich habe schon ein Mikro, was ich benutzen will, nur da muss ich noch irgendwie gucken, dass ich das vernünftig am PC angeschlossen kriege und alles, weil es kein USB-Mikro ist, dann nicht ganz so einfach. Dafür muss ich mir erstmal was kaufen, womit das geht. Aber genug Gelaber für den Anfang. Ich habe mir nämlich heute etwas ausgedacht. Nämlich ein bisschen mit euch zu reden und zu labern. Und dafür habe ich mir auch ein Thema überlegt. So, erstmal seht ihr ja, ich bin hier gerade mit dem Aufnahmefenster auf Spotify. Also wird es wahrscheinlich irgendwas damit zu tun haben. Ja, auf jeden Fall. Ich habe hier die Hintergrundmusik von Kevin MacLeod. Der Typ ist echt awesome. Der hat, glaube ich, über 2000 Songs schon rausgebracht. Und man muss einfach halt nur nennen, dass er die Hintergrundmusik für dieses Video hier gemacht hat, was ich ja jetzt gerade tue. Und dann darf man das ganz kostenlos benutzen. Echt cool auf jeden Fall. Eine coole Sache. So, aber das ist nicht das Thema des Videos, sondern das war jetzt nur so ein bisschen Gelaber am Anfang. So, sondern, ja, ihr seht ja, ich habe ja ein paar Playlists und sowas bei mir auf meinem Spotify-Profil. Ich habe jetzt auch seinen neuesten Spotify Premium, das ist echt sehr geil für so einen Typen, der so viel Musik hört wie ich. So, und ich wollte mal ein bisschen so darüber reden, wie sich so der Musikgeschmack mit der Zeit verändert, wie man sich da entwickelt, bis man dann irgendwann so an der Spitze ist und wie sich das dann weiterentwickelt und sowas. Wollte ich einfach mal ein bisschen mit euch drüber reden. Und ja, ich will das Ganze halt anhand von mir als Beispiel so ein bisschen durchgehen, aber auch ein paar andere Sachen einbringen, ein paar andere Leute, die ich so kenne, wie das bei denen so gewesen ist. Aber ich wollte einfach mal mit euch drüber reden und vielleicht habt ihr ja Bock, da was in die Kommentare zu schreiben, was ihr zu dem ganzen Thema denkt. Also, jo. Genau, dann fangen wir gleich mal an. Hier ist übrigens mein Last.fm-Profilname, aber darunter werdet ihr mich wahrscheinlich nicht finden, weil es gibt unendlich viele Tim Schröders. Überall, auch auf Facebook oder so. Ich kann ruhig immer meinen Namen sagen, man wird mich sowieso nicht finden, außer man hat gemeinsame Freunde mit mir. Aber, naja, egal, darum geht es ja gerade nicht. Sondern bei mir hat das Ganze angefangen, also ich habe ja seit 2014 Last.fm, ich finde die Internetseite auch richtig geil. Die zählt ja, was für Musik man hört und listet das Ganze dann auf der Internetseite auf. Dann weißt du genau, wie viel Musik du gehört hast, welchen Künstler du wie oft gehört hast und sowas. Und es gab natürlich auch eine Zeit vor September 2014, da hatte ich noch kein Last.fm. Aber natürlich kann ich mich trotzdem noch daran erinnern, was ich in der Zeit gerne für Musik gehört habe. Und das war natürlich noch so ein bisschen anders, als das jetzt bei mir so heute ist. Weil ich viel so Punk Rock gehört oder Mittelalter-Rock und so Folk-Rock und sowas. Kann ich ja mal ein bisschen so durchscrollen und euch zeigen. Hier Rise Against habe ich ganz, ganz viel gehört. Billy Talent habe ich auch gehört. Green Day. Dann Power Metal Band Guardian kam dann so 2013, 2014 auch dazu. Linkin Park habe ich auch schon davor sehr viel gehört. Ja, Sabaton kam da auch in der Power Metal-Phase mit dazu. Und davor habe ich halt ganz viel so Mittelalter-Rock und sowas gehört, seit Hatzia Mord, Schelmisch, Feuerschwanz, Nachtgeschrei, Subway to Sally, Letzte Instanz in Extremo. Ja, dann Marok ist noch so eine Band, die fällt dann nicht so ganz ins Schema, die sind eher so Alternative-Rock, Alternative-Metal. Ja, die höre ich aber auch schon sehr lange. Und ja, natürlich habe ich hier sehr viel von dem Zeug, was ich da gehört habe, auch so durch meine Eltern und so kennengelernt, zum Beispiel ganz viel von dem Mittelalter-Rock-Zeug. Da bin ich erst wegen meinen Eltern drauf gekommen. Und ja, eine Sekunde, ich muss da ganz kurz was in den Einstellungen nachgucken von meinem schönen Programmchen hier, womit ich aufnehme. Nicht, dass ich eingestellt habe, dass das Video einfach mittendrin aufhört. Das wäre nämlich irgendwie scheiße. Ah, nö, habe ich nicht. Gut. Kann ich auch ganz in Ruhe weitergeben. Und ja, Santiano habe ich auch gerne gehört, so. Da war ganz viel verschiedenes Zeug dabei, alles eher so rockig, schon so ein bisschen Metal-Ansätze vielleicht bei manchen Sachen, dann so als dann die Power-Metal-Phase ging natürlich, aber auch so viel Rock und so halt, bin jetzt einmal hier ganz durchgescrollt. Übrigens, die Playlists sind auch öffentlich, die ich hier zeige, von mir. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr da ja mal selber reingucken oder reinhören, wenn euch das irgendwie interessiert.
Und naja, das war halt so, womit ich so mit Musik angefangen bin. Das hat man schon gesehen. Ich war nicht so jetzt wie viele andere Leute damals in meinem Alter, so Grundschule oder Anfang, Weiterführende. Da habe ich schon so Mittelalterrock und sowas gehört. Oder ja, AC/DC oder sowas. Oder irgendwelche Folk. Also jetzt nicht so das, was man so unbedingt hört in dem Alter. Heutzutage ist es, glaube ich, noch krasser geworden, dass man eigentlich nur so Pop und Dance, Elektro und sowas hört. Keine Ahnung, wie das alles heißt, damit kenne ich mich ja nicht so gut aus. Oder Rap oder sowas. Und das war damals auch schon bei mir so, dass sehr viele Leute das gehört haben. Da habe ich so erzählt, ja, ich höre so Mittelalter-Rock oder sowas. Und dann so, was ist das denn? Oder wieso hörst du denn sowas Komisches? Und ja, ich habe dann auch eine Zeit lang so bei den Sachen, die anderen Leute gehört haben, so halt mitgehört und so, wie man das halt so macht, so in dem Alter. Aber das hat sich dann auch irgendwann gelegt und dann habe ich eigentlich nur noch so Mittelalter-Rock gehört und so. Dann fing das irgendwann an mit dem Power-Metal. Und ja, dann habe ich auch Last.fm gekriegt, also habe ich mir gemacht einen Account, da gibt's dann, habe ich dann ab September 2014 angefangen, mein ganzes Zeug da auf die Seite online zu stellen. Und ein paar Sachen hat der vom Windows Movie Maker schon, vom Windows Media Player schon davor übernommen. Und deswegen waren da auch noch ein paar Sachen, die ich davor gehört habe, auch schon so von vorher drin. Deswegen habe ich auch so unglaublich viel Rise Against da. Sonst wären die vielleicht nicht, hätten die vielleicht nicht so viel Abstand zum zweiten Platz von LUIT. Aber naja, darum geht es jetzt auch gerade gar nicht, sondern wie sich das entwickelt hat. Ja, da kam dann der Power Metal hinzu, habe ich ja erzählt, und dann ging es auch mal so in die krasseren Sachen, so wie zum Beispiel hier Arch Enemy oder Arc Enemy und dann LUIT, wie gesagt, die sind, fand ich echt super. Amaranth, das ist ja dann eher so Pop-Metal, wenn man das so bezeichnen kann. Und ja, Black Veil Brides, so eine richtige Emo-Band, habe ich natürlich auch gehört. Da irgendwie, finde ich, kommt man da auch so in dem Alter auch nicht so wirklich vorbei. Oder kann man schon, aber so mitkriegen, dass es die gibt, tut man auf jeden Fall. Und ja, ich fand die halt super, ich finde die auch jetzt immer noch gut, aber ja, es gibt ja viele Leute, die die auch scheiße finden und so, aber auf sowas, sowas interessiert mich eigentlich sowieso nicht, weil es werden so viele Bands und Musik und was auch immer gehatet. Ich hate ja jetzt auch niemanden, der Pop hört oder Elektro, nur weil ich selber nicht gerne höre. Und da finde ich doch auch, kann man ja auch, vor allem in der Metal-Szene so, und dann kommen wieder so ganz viele, oh, Black Veil Brides ist ja gar kein Metal. Also, ist mir doch scheißegal, ich höre ja auch Rock gerne, ich höre Punk gerne, ich höre Metalcore gerne, ich höre Metal gerne. Da ist mir dann doch auch egal, ob die jetzt sagen, ja, nee, Black Veil Brides ist kein Metal, dann darfst du das, also dann, das ist scheiße und so, ist mir halt relativ egal. Ist das relativ, mir ist es total egal, wenn Leute sowas sagen oder so. Wollte ich halt nur mal erwähnen, weil kann ja sein, dass irgendwelche Leute, die jetzt dieses Video sehen, dann auf die Idee kommen, sowas in die Kommentare zu schreiben. Also mich juckt das nicht, könnt ihr ruhig in die Kommentare schreiben und euch dann mit irgendwelchen anderen Leuten battlen. Aber ja, ich wäre eigentlich eher für mehr Toleranz, so allgemein, was Musik angeht. So, naja, und dann kam auch so Nightwish, Symphonic Metal mit hinzu und dann ja wie Agonist, ja eher so Melodic Death Metal, Metalcore. Tracy A. The Buck hier von Cookie Breed, die Band, machen ja Metalcore, Post-Hardcore, am Anfang noch so Deathcore. Das ist eigentlich schon so alles so an Metal mit hineingekommen, nur jetzt wirklich so Black Metal oder Brutal Death Metal nicht. Damit konnte ich noch nie so viel anfangen, finde ich jetzt auch noch nicht so wirklich, also mit Black Metal ein bisschen, Brutal Death Metal eher nicht, ja vielleicht manchmal Brutal Deathcore, das geht noch, aber nicht Brutal Death Metal. Außer vielleicht so Sachen wie Cannibal Corpse geht halt noch oder Bloodbath. Aber naja, darum geht's ja jetzt gerade gar nicht. Dann haben wir hier noch wie Unguided, Equilibrium, Delane, Rise Against natürlich immer noch, Get Scared, eine super Metalcore oder Post-Hardcore Band aus den USA und sucht auch so Gothic Rock, da ist eigentlich so alles mit dabei. Heldmaschine, Industrial Metal, ja, Lord of the Lost, so Gothic Rock, Gothic Metal. Ist halt sehr viel Zeug auch mit dabei gewesen, wo ich dann halt auch reingehört habe und was mich so begeistert hat, so wenn man anfängt Metal zu hören, da ist das ja so, da ist man richtig begeistert davon, will ganz viel entdecken, war zumindest bei mir so und habe auch gehört, dass es bei sehr vielen anderen so ist oder war.
ja, da ging es dann halt so eher von dem rockigeren Zeug, was ich ja schon davor immer gehört habe, was eine sehr gute Grundlage dafür war, irgendwann in den Metal einzusteigen, obwohl ich, als ich klein war, immer gesagt habe, nee, Metal, das ist ja nicht so gut, da schreien die bestimmt nur die ganze Zeit rum und so. Und naja, das hat sich bei mir halt vollkommen verändert. Und ich habe damals gar nicht gecheckt, dass ich schon härtere Musik gehört habe als die meisten. Ich dachte einfach immer nur, ich habe andere Musik gehört. Und dann, ja, war es eigentlich eine sehr gute Grundlage für den Einstieg zum Metal. Und genau, das war dann so 2014, was ich da so alles gehört habe. Und dann ging es halt nach 2015. Da wurde das dann mit dem Metal auch ein bisschen, was heißt extremer. Also ich habe ja auch 2014 schon angefangen, glaube ich, Death Metal und sowas zu hören. Das habe ich dann halt 2015 noch viel mehr gemacht. Wobei ich dann auch schon anfing, viel mehr Metalcore und sowas zu hören, weil ich einfach in alles mehr reingehört habe. Und mir halt auch alles gefallen hat. Da gab es dann nicht so irgendwie, nee, Metalcore. Also ganz am Anfang meinte ich noch so, Metalcore ist scheiße, dann habe ich aber trotzdem angefangen, Black Flag Brides und sowas zu hören. Also ja, ich glaube, so eine kurze Metalcore ist scheiße und ich bin der trueste Metaler überhaupt Phase hat man, glaube ich, immer, wenn man anfängt, Metal zu hören. Bei manchen endet die auch nie, aber darum geht es jetzt nicht. So, dann Insomnium ist dann meine absolute Lieblingsband gewesen. 2015 habe ich richtig viel gehört. Die sind halt auch hier, die Alben sind alle geordnet nach, wie viel ich die gehört habe. Auch in der Videobeschreibung ist auch mein Last of M-Link. Wenn euch irgendwie das juckt, dann könnt ihr da auch gucken, dass das Ganze nochmal so belegt, mehr oder weniger. Das heißt, mehr oder weniger, es ist belegt, dass das halt so ist. Ja, LUYT immer noch eine meiner Lieblingsbands. Dann Vanity Affliction kam neu dazu, die fand ich richtig gut und finde ich auch jetzt immer noch richtig gut. So ist meine eigentlich meine Lieblings-Metalcore-Band. Und Katatonia kam dann noch so ein bisschen, ja, tieferer Metal mit hinzu, so Dark Metal halt. Katatonia finde ich jetzt immer noch super, auch eine meiner absoluten Lieblingsbands. Ja, dann noch mehr von LUYT Silverstein, da kam dann noch so Emo, Post-Hardcore und sowas. Natürlich immer noch wie Unguided. Dann hier Children of Bodom, da ist noch mehr Melodic Death Metal, dann auch so Boys That's Fire, so der ältere Post-Hardcore. Wobei ich halt ein neues Album von denen gehört habe. Dann Fjord, noch so eine aufstrebende Post-Hardcore-Band oder Screamo-Band aus Deutschland. Dann mehr Insomnium, Swedacra, Folk Metal, gemischt so mit dem Melodic Death Metal, auch richtig geil fand ich die zu der Zeit und höre ich auch jetzt wieder viel. Ja, dann Unzucht immer noch, The Gothic Rock, Ensiferum, also mehr Folk Metal, Blind Guardian auch mit Power Metal immer noch dabei, Resigenced immer noch viel gehört, aber halt anderes, was ich mehr gehört habe, Lord of Lost, Gothic Rock, ja. Jetzt gehört Katatonia, hatten wir ja alle schon, also Bullet for Valentine habe ich auch noch ein bisschen gehört, dann noch mehr Dark Metal mit Ghost Brigade und Equilibrium, Folk Metal, Pagan Metal. Ja, da waren schon ein bisschen härtere Sachen dabei, ein paar auch nicht so härtere, so im Metalcore-Hardcore-Bereich, die halt nicht so hart sind wie jetzt irgendwie Melodic Death Metal oder Folk Black Metal oder was auch immer. Und ja, also eine bunte Mischung auf jeden Fall, auch mit Gothic Rock dabei, Punk, eigentlich, ja, eigentlich so alles aus dem härteren Genre-Bereich, nenne ich den immer, ist da eigentlich auch so ziemlich alles mit dabei gewesen. Und ich finde diese Offenheit auch cool, so, wenn man halt da so alles hört. Ich finde es super, dass ich mich einfach so dann, ich könnte mich mit einem Punker über Musik unterhalten, hätte ich super Gesprächsthemen, ich könnte mich mit einem Metaler super unterhalten, ich kann mich auch mit einem Metalcore oder mit einem Scene-Typen super unterhalten oder auch mit jemandem, der eigentlich nur Rock hört oder älteren Rock und so, höre ich auch viel, also höre ich auch gerne, jetzt nicht so wirklich viel, da höre ich ja andere Sachen, viel sieht man ja, aber habe ich auch schon alles mir natürlich angehört und finde es auch gut und ja, das ist schon interessant. Naja, das war dann so, ich weiß nicht, wie würde das so die Spitze des Metal wird immer härter und so nennen, weil zu der Zeit habe ich mir auch mal Black Metal und alles angehört, Doom Metal habe ich mir alles angehört, hatte ich so ziemlich jedes große Genre, was man halt so im Metal, Metalcore, Punk oder Rockbereich kennt, so mal angehört und konnte dann halt so anfangen, so meine Lieblingsgenres rauszubilden und das ging dann halt auch relativ schnell, man hatte halt immer so Phasen, was man so gerne hört. Melodic Death Metal war eine Zeit lang mein Lieblingsgenre oder Folk Metal war es auch mal und Metalcore ist es dann mit der Zeit geworden
was sich aber auch dann manchmal wieder verändert. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich halt so alles mal auf jeden Fall angehört und konnten mir von allem so ein Bild machen. Und das hat man ja dann, wenn man Mettler oder so ist, halt auch, dass man zuerst mal irgendwie, es gibt ja so unglaublich viele Genres, dass man halt irgendwie sich erstmal zurechtfinden muss, alles mal anhören, gucken, was ist überhaupt was für ein. Ich meine, nicht für jeden ist Black Metal was, das ist sehr hart, oder Brutal Death Metal, das sind dann, ist dann eher so ein kleiner Teil der Leute, der in den Metal reinschaut, der dann wirklich auch da bleibt. Und gibt dann halt auch viele Leute, die sich das mal geben können, aber wer dann halt so wirklich da bleibt, das sind dann eher so die wenigen. Und das teilt sich dann halt so auf alle Genres auf, aber das, wenn man jetzt Mettler ist, kennt man das wahrscheinlich auch, so aus seinem eigenen, also so wie das bei ihm selbst halt war, oder bei Freunden oder Bekannten, die Metal hören. Naja, aber das ist halt auch nicht nur beim Metal so, bestimmt ist das auch bei anderen Genres so, aber ich kenne mich halt bei Metal halt nur aus und deswegen geht's bei mir auch darum. So, und dann kommen wir zu 2016, mein Top 25 Alben. So, da haben wir dann Katatonia, Fall of Hearts ganz oben. Da hat es mir dann auch schon so aufgefallen, es geht mir nicht immer nur darum, richtig zu der Musik abgehen zu können und sowas, sondern manchmal brauche ich auch so richtig progressive, so anspruchsvolle Musik, weil ich spiele halt auch Schlagzeug, und wenn ich dann so ein Schlagzeug höre, was gespielt ist, wo man halt merkt, der Schlagzeuger hat richtig was drauf, dann ist das auch für mich ein Ansporn, die Band zu hören. Das macht dann einfach Spaß. Und zum Beispiel bei Katatonia ist das so, vor allem auch bei den neueren Sachen, da ist das nochmal krasser, dieser progressive Anteil in der Musik. Und das hat sich halt mit der Zeit dann so bei mir auch rausgebildet. So, und dann haben wir Motionless in White, also Metalcore, habe ich auch viel gehört. Dann Buried Tomorrow sieht man noch mehr Metalcore, aber dann kommt hier auch schon der noch härtere Core, das noch härtere Core-Zeug, Chelsea Green hier mit Deathcore. Habe ich auch in letzter Zeit noch Wired as Murder und so gerne gehört, also da höre ich auch gerne mal rein. Vanity Fiction natürlich immer noch, wie Unguided immer noch, das sind so Bands, die ich durchgehend gerne höre. Und Motionless in White ist hier noch, Bullet for my Valentine auch immer noch dabei, die waren ja auch letztes Mal dabei. Dann haben wir noch Sabaton, die sind auch mal wieder dabei, weil sie ein neues Album rausgebracht haben 2016, da habe ich das natürlich dann auch angehört. Weil ich höre natürlich die Power-Metal-Sachen immer noch gerne und auch die Mittelalter-Rock-Sachen und so höre ich noch gerne, nur halt nicht mehr so oft oder nicht mehr so häufig, aber wenn da mal ein neues Album rauskommt, dann höre ich mir das natürlich auch gerne an, weil ist immer noch geile Musik. Dann Distress of Ruin habe ich ja auch in meinem unbekannte Metal-Bands-Video vorgestellt. Eine super geile Melodic Death-Metal-Band, habe ich auch 2016, wie man hier sieht, viel gehört. Sind aber auch wirklich echt geil. Und dann haben wir hier noch mehr Katatonia, noch mehr Vermintide Affliction, ich glaube sogar zwei Alben hintereinander. Dann noch Get Scared, die sind auch so ein Dauerbrenner bei mir, höre ich immer gerne. Dann Omnium Gatherum habe ich wegen Insomnium auch reingehört und finde ich auch ganz cool. Höre jetzt aber nicht so viel, weil Insomnium natürlich immer noch, weil ist eine super Band. Dann Famous Last Words haben wir noch so Post-Hardcore Metalcore. Da haben wir hier noch mit Heaven Shall Burn, dürfte man ja kennen, so Melodic Death Metal, Metalcore, Deathcore, wie auch immer man das nennen will. Dann We Came As Romans, ist dann eher wieder so ein bisschen softere Metalcore, Post-Hardcore-Band, so im Gegensatz zu den anderen. Dann Pike's Edge. Ja, die sind schon was ziemlich Spezielles, so von der Musikrichtung kann man es nicht so wirklich gut beschreiben, aber naja, habe ich meine CD gekriegt und angehört und fand ich dann eigentlich ganz cool. Noch mehr Famous Last Words, Tracy the Bug auch wieder dabei. Sogar das gleiche Album, was ich als allererstes von denen gehört habe, weil irgendwie hatte ich da wieder Bock drauf. Da haben wir hier noch Katatonia, immer noch, und dann Adept, auch noch ein bisschen Metalcore, und dann als letztes nochmal Vermintide Affliction. Und was ich noch erwähnen sollte, ich weiß nicht, ob das bei diesem war, nee, ich glaube 2015, da fehlt ein Album mittendrin, nämlich von Freiwild. Weil, ja, Deutschrock höre ich auch so Freiwilds und Freiwilds, ja, Freiwild und Onkelz. Gibt ja viele Leute, die auch das nicht mögen oder das als rechts bezeichnen. Meine Meinung dazu ist halt, sind nicht rechts, ist ja ziemlich offensichtlich, sonst würde ich sie mir auch nicht anhören, weil ich bin gegen rechts, gegen Nazis und so. Und ja, also ich höre mir die Musik halt gerne an, weil manchmal will ich das einfach hören, zum Beispiel bei Freiwild, bei dem Album Opposition, was auch bei 2015 auf Platz 15 fehlt. Wenn ich das höre, macht einfach gute Laune. Und deswegen höre ich es mir halt an, und Onkelz ist das meistens so dasselbe.
Und ja, so, aber jetzt will ich noch ein paar Sachen dazu einwerfen. Jetzt habt ihr ja gesehen, wie die Entwicklung so war. Und ich denke, man kann das auch so ein bisschen nachvollziehen, vielleicht von seinem eigenen Weg her, auch wenn man vielleicht einen anderen hatte, aber so in den Grundzügen kann man das ja vielleicht nachvollziehen. So, dass Leute jetzt nicht unbedingt mit Metalcore noch reinhören oder so, sondern nur bei Metal bleiben oder so. Oder wenn es eher so rockig ist, das ist ja bei jedem bei der Entwicklung anders. Jeder hat auf andere Sachen Bock. Und bei mir ist es halt so, wie ich es jetzt vorgestellt habe. Und naja, zu 2017 habe ich natürlich noch keine Playlist, weil 2017 ist noch nicht zu Ende. Könnte sich ja noch was ändern. Und naja. So, also, und, das gibt es auch ziemlich oft, dass wenn Leute Metal hören, über Jahre oder so, dass das dann auch irgendwann wieder abnimmt. So, dass man dann entweder den softeren Metal hört oder anfängt eher Rock zu hören oder dann anfängt eher Folk zu hören. Manche Leute hören auch komplett mit Metal auf und hören dann eher so Pop oder Rap oder Elektro oder so. Zum Beispiel, ja, ich kenne halt zum Beispiel Leute, bei denen das ist, oder bei Alblali, den YouTuber kennt ihr ja vielleicht auch, oder bestimmt sogar eher als mich. Bei dem war es ja auch so, er hat Metal gehört und jetzt halt nicht mehr, nur noch Blind Guardian so ein bisschen, hat er mal erzählt. Und ja, das kann natürlich auch passieren und ich meine, ja, wieso nicht, wenn man da Bock drauf hat. Ich meine mal, Musik ist halt so eine Sache, man sollte immer das drauf hören, wo man darauf Bock hat und was einem Spaß macht. Es gibt, ich kenne auch eine Menge Leute, die halt Rock hören oder eher so softeren Metal oder den oder so Progressive Metal halt und dann so mit dem härteren Zeug so gar nichts anfangen können und das auch nicht so gut finden. Ja, klar kann man, ist klar, jeder hat seine eigene Meinung, kein Problem, auch Leute, die Metal überhaupt nicht mögen oder so und das richtig kacke finden, ist halt deren Meinung. Ich finde, solange man jetzt nicht irgendwelche andere Leute deswegen beleidigt, ist da ja alles gut. Und ich meine, ich beleidige ja auch keinen, weil er jetzt irgendwie Gangster-Rap hört oder sowas. Ich kann halt bei manchen Sachen sagen, dass ich die Musik schlecht finde oder musikalisch nicht anspruchsvoll. Aber damit verbiete ich ja niemandem, wenn ihm die Musik Spaß macht, die zu hören. Ich meine, wenn ich höre auch manche Rockbands, die technisch echt nicht anspruchsvoll sind, aber macht halt Spaß, die zu hören. Und ja, ich finde, da sollte halt jeder so seinen eigenen Weg finden. Und ich habe jetzt auch eine Menge darüber gelabert. Fast 25 Minuten wird dieses Video hier lang, also echt lang. Aber naja, ich wollte einfach mal darüber ein paar Worte loswerden, wollte ich schon immer mal. Und da das ich auch wusste von Anfang an, dass das Video unglaublich lang wird, ja, habe ich mir einfach gedacht, rede ich mal drauf los. Und mache jetzt auch nicht unbedingt das aufwendigste Video, weil es eigentlich nur darum geht, was ich sage. Und wenn ihr zu irgendwas da auch eine Meinung habt, die ihr mir kundtun wollt oder anderen Leuten in den Kommentaren, dann schreibt sie mir bitte gerne in die Kommentare. Was hört ihr für Musik? Wie war bei euch die Entwicklung? Und ja, seht ihr die Sachen, die ich in dem Video gesagt habe, auch so wie ich? Oder habt ihr da eher vielleicht eine ganz andere Meinung? Das würde mich natürlich auch interessieren, wenn sich überhaupt irgendwer dieses Video bis zum Ende angeschaut hat. Würde mich natürlich sehr freuen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall weiter bei einem anderen Video. Nächstes Mal, wer weiß, vielleicht bei einem Let's Play oder bei einem Video über Musik oder worüber auch immer ich dann ein Video mache. Auf jeden Fall werden mehr Videos über Musik folgen und ich hoffe auch, dass ich das mit der Mikroqualität hinkriege, dass das besser wird. Und ja, also ich hoffe, das mit der Hintergrundmusik hat euch gefallen. Sie war jetzt nicht zu laut. Und man konnte mich immer noch vernünftig verstehen. Ich versuche auch vernünftig laut zu reden und so. Also wenn ihr auch Verbesserungsvorschläge habt, gerne auch ab in die Kommentare. Ja. Und bewertet auch gerne das Video. Würde mich freuen. Und wenn ihr mir ein Abo da lasst, wäre es natürlich auch super, wenn ihr es noch nicht habt. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Haut rein, bis dann. Und immer schön weiter Musik hören. Macht euch Spaß. Ciao.